Schwache Daten aus China könnten heute wieder die europäischen Märkte belasten und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Ja, die Headline zum Bruttoinlandsprodukt Chinas, die ist erwartungsgemäß bei 7,0 rausgekommen, also das Bruttoinlandsprodukt bei 7,0. Aber dieses Bruttoinlandsprodukt, das BIP, das ist eine politische Zahl in China. Wäre das 6 vor der Komma und nicht eine 7, dann wäre das möglicherweise in den Augen der chinesischen kommunistischen Partei ein Gesichtsverlust und das will man nicht hinnehmen. Insofern ist diese Zahl nicht wirklich ernst zu nehmen, aber die Industrieproduktion ist schwächer, die Einzelhandelsumsätze sind schwächer, die Investitionen sind schwächer, also das sind nicht wirklich bombige Zahlen. Wir sehen die asiatischen Märkte darauf nur verhalten reagieren, der Nikkei praktisch unverändert, aber in Shanghai geht es gut 1% nach unten, Hongkong mehr oder weniger unverändert leicht negativ, 2/3% negativ dagegen die australischen Märkte. Heute wird sich alles natürlich fokussieren auf die EZB-Entscheidung. Wir sehen hier die Termine und da haben wir die Pressekonferenz von Mario Draghi, 14:30 Uhr, der Zinsentscheid ist 13:45 Uhr, aber was soll da an Zinsen entschieden werden? Da wird nichts entschieden. Dementsprechend haben wir diesen Zinsentscheid mal entspannt weggelassen, 14:30 Uhr, also die Pressekonferenz des Maestros, das wird eines der zentralen, wenn nicht das zentrale Ereignis. Aus den USA haben wir noch den New York Empire State Index und die Industrieproduktion. Gestern hatten wir ja teilweise durchaus Druck im Kessel und damit schauen wir uns mal die Charts an, wenn wir hier gleich mit dem DAX starten. Da ging es unter die 12.200er Marke beim deutschen Leitindex. Wir konnten uns dann ein Stück weit erholen, sind jetzt aktuell um und bei, nach aktueller Indikation bei 12.265, 12.270 etwa, also ein paar Pünktchen höher, als wir hier auf XDAX-Basis geschlossen haben. Was nicht schön ist, ist natürlich diese Wendeformation, die wir unterhalb der 12.400er Marke sehen. Und jetzt kommt es darauf an, ob wir dieses Tagestief, was wir gestern gebildet haben bei 12.181, wenn wir das nachhaltig unterschreiten, dann sind wir schnell mal 50 Punkte tiefer, eben im Bereich des ehemalige Kartenwiderstands bei 12.135 etwa und nicht ausgeschlossen ist auch, dass wir dann mal unter die 12.000er Marke rauschen. Aber hier ist jetzt eben wirklich die Frage, wie geht es weiter? Noch ist das nicht klar. Achten Sie auf das gestrige Tagestief im Bereich 12.180. Schauen wir uns mal den Dow Jones an, da sehen wir hier 18.035. Gestern dieser Abverkauf in Richtung 17.900, dann aber die Erholung, die der DAX nur begrenzt mitgemacht hat, da hat er nicht so wirklich aus dem vollen Geschäft. Das zeigt, das Momentum war nicht da, aber heute ist der Euro vielleicht wieder schwächer. Das ist jetzt die Frage, der wir uns hier widmen können. Wir sind bei 1,0627, also durchaus ein gutes Stück entfernt von den Hochs, die wir gestern hier erzielt hatten über der 1,07er Marke. Aber wir hatten gestern gesagt, das ist ein bisschen übertrieben. Wir hatten die US-Einzelhandelsumsätze, die vielleicht ein ganz kleines Ticken unter der Erwartung schlechter waren. Der Vormonat wurde, by the way, nach oben korrigiert. Daher hat sich uns das nicht ganz erschlossen, warum der Euro hier diese massive Kerze nach oben gemacht hat. Jetzt wird das wieder so ein bisschen nach unten konsolidiert. Alle Augen richten sich dann auf Mario Draghi. Die 1,07 müsste nachhaltig überwunden werden. Dann wäre der nächste Widerstand in der Zone 1,0760 und 1,0780. Schauen wir uns mal das Gold an, das wenig Dynamik zeigt, wenig inspiriert ist in letzter Zeit, 1192 und das amerikanische Crude Oil $53,60, auch hier nicht allzu viel Bewegung. Also, achten Sie auf das gestrige Tagestief im Bereich 12.180 beim DAX, der Euro muss über die 1,07, um wieder eine Chance auf Zugewinne zu haben. Alles wird auf Mario Draghi ankommen und wie heute die Daten aus China verarbeitet werden, ich wünsche einen schönen sonnigen Mittwoch. Bis dann. Ciao.